Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Chriscraft. Ich habe immer noch keine richtige Begrüßung eben für diese Let's Play hier. Ja, stellt euch vor, man wird wach und so einer steht dann vor euch. Okay, ich glaube, die wollen immer noch nicht mit mir reden. Ich kann es ja mal versuchen. Nee, der guckt mal böse, aber redet nicht. Ja, wäre natürlich interessant. Wie kann ich die Gunst von denen wieder erlangen, wenn ich die verloren habe? Aber wirklich alle nicht, ne? Ja, hier, Moment. Handwerksschmied. Werkzeugschmied. Der quasselt. Und was ist er dann hier für einer? Der ist hier so ein Lückenfüller oder was? Stopp. Was ist du für einer? Fleischer. Okay, die reden mit mir. Oh, was haben wir denn hier? Also mir fällt immer wieder auf. Nein, nicht bewegen. Warum geht die mal weg? Dreh ich doch mal in die andere Richtung, du Schaf. Da kann man tolle Screenshots von machen. Auch nicht schlecht. Ja, die wenigsten wissen es, aber ich bin ja auch Fotograf. Und deswegen, da achtet man dann manchmal auch so. Also entschuldigt, wenn ich auf einmal irgendwo hängen bleibe. Ich meine, ich weiß, ja, es ist nur Minecraft, aber trotzdem. Ja, manchmal ist, wie gesagt, das ist das Licht. Deswegen, vielleicht genau deswegen gefällt mir hier das Licht so gut. Oh, ein Baum, der hat's wohl, ja, den hat's sehr gut, der hat's sehr gut gemeint. So, aber deswegen habe ich mir auch den einen Aufweg da gebaut. Und jetzt gehe ich nämlich erstmal hin. Und schnetzel hier in der Mitte einfach mal alles an Holz weg. So, in der Regel kommt man hier auch immer hoch genug, weil die Bäume normalerweise nur ja so und so hoch wachsen. Und ich finde, das ist langfristig einfacher, als wenn man den Bäumen immer hinterher rennt. Ne? Also man kann die einfach hier pflanzen, man könnte sich sogar mehrere von diesen Ecken machen. Das sieht zwar erstmal nicht schön aus, aber... Ja, wie gesagt, man kann so durchlaufen, ne? Und alles schön abhacken. Zum Dudum, Dudum. Danach einfach neu anpflanzen. Und die Welt ist schön. Nur so als klitzekleiner Tipp. Ja, ich meine, es ist immer noch irgendwie Handarbeit. Ja, ich gebe es zu. Aber trotzdem, also ich meine, ja. Der eine sagt jetzt wieder, ja, wenn ich durch den Wald renne irgendwo, dann habe ich das auch. Ja, aber dafür muss man erstmal zum Wald hinkommen. Also ich renne auch lieber durch den Wald und ne, gehe so von rechts nach links, ne, so in alle Richtungen und ja, macht auch Spaß. Wie gesagt, das ist wie mit der Höhlenforschung. Macht auch mehr Spaß als das, was ich da unten gebastelt habe. Das ist schon vollkommen klar. Aber das hier ist effektiver, schneller, ergiebiger. So, jetzt muss man natürlich hier auch zusehen, dass man das restliche Holz wegkriegt, damit auch alles schön despawnen kann. Und dann sammelt man die Setzlinge wieder ein, hat ja mehr Setzlinge als jemals zuvor. Ja, und eine Menge Holz, was man dann auch sofort wieder anpflanzen kann. Ich müsste die Bäume jetzt hier noch nicht mal zum Despawnen bringen. Aber es hat sich bei mir einfach gezeigt, es ist besser. wenn man es macht, weil sonst könnten eventuell Bäume nachwachsen und dann wachsen die tatsächlich auch wieder so groß. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht wollen. So, und jetzt sehe ich zum ersten Mal einen klitzekleinen Nachteil an diesem Shader-Pack. Denn ich erkenne jetzt nicht, ob da oben noch irgendwo ein Holz drin ist oder nicht. Ups. Naja, aber es scheint zu despawnen. Ja, wunderbar. Ein bisschen nachhelfen können wir ja. Zack, auch gleich wieder runter. Schön die Setzlinge alle einsammeln, restliche Holz einsammeln. Ja, das kann dauern. Ich werde einfach mal untenrum so ein bisschen helfen. Klang jetzt irgendwie schmutzig, oder? So, ei, ein Apfel. Ja, auch für den Fall, dass ihr es noch nicht wusstet, ne? In Minecraft ist ja irgendwie jeder Baum Apfelbaum. So, kling, klang, klong. So, unsere eigentlich schön gewachsene Birke ist jetzt auch da.
aber eigentlich auch nur, damit ich die abhacken kann und weil ich zu faul bin, kurz über den Fluss zu rennen, um mir da den nächsten Setzling zu holen. Ja, das Ding soll jetzt erstmal in aller Ruhe despawnen, genau wie eigentlich das da. Oh, das da ist noch was. Ja, muss ich ja. Warum habe ich das nicht gesehen? Ich glaube, ich buddel einfach mal. Aha. Na, dann kann das natürlich nichts werden. Ja, okay, komm, ich buddel mal ein bisschen mit hier. Ja, wobei, das ist natürlich auch für die Haltbarkeit der Axt nicht das Beste. Weil ja, auch dadurch nutzt sie sich tatsächlich ab. So. Ja, aber das ist purer Zufall. Also ich habe das schon zigmal gemacht mit diesen Bäumen. Und tatsächlich ist es so, dass nicht immer so was Großes dann noch irgendwie mit da drin ist. Also größtenteils klappt es tatsächlich so wie soll. Klack. Haben wir hier noch irgendwas? Okay. Selbst wenn, soll mir das jetzt Wurst sein, ich pflanze hier einfach mal die nächste Reihe wieder hin. Die ich nämlich auch noch mit. Kling, klang, klong. Zup. Na komm schon, da kann doch jetzt wohl kein Holz mehr drin sein. Aber ein paar Setzlinge drehen sich da noch um. Ich will natürlich nichts kommen lassen. Wobei, ich würde jetzt gerne auch schon mal ganz langsam mit unserem ersten Häuschen hier anfangen. Mal gucken, was macht denn unsere Birke? Ja, alles klar. Ja, bislang sehr wenig ergiebig. Zwei Setzlinge finde ich jetzt nicht so viel. Da weiß ich auch nicht, was an den Mythen und Legenden dran ist. Ich meine, eigentlich scheinen wir ja hier in einem Birkengebiet zu sein. Ja, also, dass die Bäume aus dessen Gebiet, die dann kommen, dass die dann da auch mehr Setzlinge fahren lassen. Also ich kann es nicht bestätigen. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal hier, sagen wir mal, zwei Birken hinsetzen. Klinger und Klang. Okay, das Ding werde ich jetzt einfach im Auge behalten. Irgendwie habe ich das Gefühl, ne, genau an der Position, die wir nicht sehen können, da ist noch wahrscheinlich noch ein Holz drin oder so. Das lässt mir keine Ruhe. Ja, genau. So. Und jetzt die Spawn endlich. Ja, und jetzt haben wir schon wieder den ganzen Tag mit Holzhacken verbracht. Wir werden uns jetzt erstmal ganz kurz in die Falle begeben. Vom Weg dahin kann man natürlich sowas hier noch einsammeln. Auch nicht schlecht. Oh. Ich stehe einfach nur ganz so unbedrohlich mit meiner Axt hier. Werkzeugschmied. Boah, ich finde die Kosten unglaublich hoch für dieses Zeug. Ich meine, okay, irgendwann kriegt man auch bessere Angebote, ne? Aber ist ja Wucher hier. Mir fällt gerade auf, wir haben zwar hier eine Schmiede in diesem Dörfchen, aber wir haben hier gar keine Kirche, ne? Ja, okay, aber ist ja auch egal. Die Leute werden sich, denke ich mal, irgendwann fast von selbst vermehren. Wo bist du denn hier so panisch hin? Was hast du hier angestellt, du? Hey, was treibt ihr denn hier auf meinem Ofen? Ist klar. Aha. Okay, der Bibliothekar, der will uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen was abdrücken. Ja, aber Papier, ja, so weit bin ich noch nicht. So, da sind wir auch schon wieder da. So, mal kurz die Taschen ein bisschen. Obwohl, braucht das Zeug ja noch. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier los. Suche mir mal jetzt ein geeignetes Plätzchen. Am besten da, wo ich schon ein bisschen rumgefuhrwerkt habe.
Damit meine ich nicht hier unten, sondern da oben. Zack. Hallo. Jemand zu Hause? So, ich würde sagen, ich würde hier oben eigentlich ganz gerne mal so eine klitzekleine Hütte irgendwie hinbasteln. Und die würde ich dann auch liebend gern genauso breit machen, wie das Ganze hier ist. So, was haben wir denn hier? Wir haben, ja, ich habe viel Eichenholz. Ich würde sagen, ich fange erstmal an. Irgendwie ganz grob. Ich versuche auch mal abzuzählen. Oh weh, oh weh. Moment, ich mach's mal. Ja, obwohl, das ist ein bisschen... Vielleicht wäre hier oben noch schöner. Hier geht es jetzt nur um die Optik, weil das da unten alles dasselbe Holz auch ist, wie was ich jetzt gerade setzen will. Ich glaube, hier oben... Ja, hier ist schöner. Hier ist schöner. Das sollte jetzt nicht unbedingt sofort unsere erste Villa werden. Einfach nur ein weiteres Gebäude. Und mich interessiert dann, ob die Dörfler da dann auch reingehen. Ich bleibe einfach mal bei Dörfler. Ne? Villager ist ja... Ne? Richtig. So, und jetzt möglichst ohne Sinn und Verstand. Natürlich, so wie ich meine Häuschen immer baue... wir haben hier noch ein bisschen Weg, den kann ich auch noch ein bisschen weiter treiben. Nur eine kleine Ecke, so, zack. So, dann gehe ich mal davon aus, irgendwo hier wird der Eingang sein. So, das heißt, ich mache hier einen hin, da einen hin. Dann kommt hier noch was anderes, Eingang, bla 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 bla. So, dann kommt das hier, dann kommt das hier. So, und ich versuche jetzt mal so eine Art und Weise... eines Hauses zu bauen, was ich mal irgendwo gesehen hatte, was mir eigentlich ganz gut gefallen hatte. Allerdings jetzt ohne irgendwie abzählen. Also ich werde einfach mal machen. Ne? Gucken wir einfach mal, was am Ende bei rauskommt. So, dann gehe ich hier so hin. Das soll es aber noch nicht gewesen sein. Weil ich dann... Oh. Nicht gestolpert. So, brauchen wir noch ein bisschen mehr von dem hier. Ja, ich bin immer voll und ganz im Konzentrationsmodus, wenn ich irgendwie versuche, ein neues Häuschen zu bauen und in der Hoffnung, dass es dann nachher irgendwie einigermaßen aussieht. So. Ja, man will sich ja auch nicht blamieren. Das ist genau dasselbe, wie wenn man irgendwas im Livestream baut. Ja, und die Leute alle dann so sagen, ja, ne? Ja. Hätte es auch sein lassen können, ne? So. So, das ist natürlich Blödsinn, was ich hier mache, weil ich muss den Boden sowieso wieder austauschen. Aber es dient ja auch so ein bisschen der Orientierung, deswegen ist das okay. So, soweit, so gut. So, dann gehe ich hier einfach durch. Ja, nicht so. Ja, und ich nehme hier mit voller Absicht natürlich Balken. Ja, das wäre alles in Ordnung. Ja, 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 ja. Ich muss nachher auch noch weiter nach oben. Ja. So weit kann ich das hier jetzt eigentlich schon machen. Wie gesagt, ich freestyle hier gerade irgendwie total rum. Ich habe zwar so eine ganz grobe Richtung... Aber das war es dann auch schon. Aber ich glaube, ja, Holz habe ich genug. Ja, die Balken sind natürlich ein bisschen teurer. Hätte man natürlich auch mit normalem Holz machen können. Und gleich brauche ich Stufen als allererstes. So, auch hier, soweit, so gut. Jetzt würde ich sagen, ich baue mir mal ganz fix ja, ein bisschen Holz. Ja, das wird ja... Ich komme mit diesem Gedrücke hier noch nicht so ganz klar. So, einfach mal ein bisschen Holz. Daraus baue ich eine Werkbank. Auch gut. Ne, die baue ich mal nicht hier rein. Die stelle ich einfach mal doof hier hin. So, daraus baue ich mir dann Stufen. Da könnte ruhig ein bisschen mehr sein. So, kommt hier eine Stufe hin. Stufe, 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 Stufe. Ja, also ihr werdet gleich sehen, worauf das hier irgendwie hinausläuft. Und ich habe es selber noch nie gemacht. Ich teste es einfach mal.
ist ja meistens so. Ne? Man guckt im Internet oder man guckt auch anderen bei der Arbeit zu, lässt sich inspirieren. Ja, das war jetzt die nette Umschreibung für, ne? Ist geklaut. So. Na komm. Wir brauchen mehr Holz, und zwar Eichenholz. Ich meine, ich finde es ja gut, ob man das hier so separieren kann, ne? Aber irgendwie, ich gewöhne mich dann nicht so richtig dran. So, diesen hier. Diesen hier. Und wenn man dann falsch drückt, dann hat man auf einmal alles irgendwie zu Stufen gemacht. Ich meine, ich brauche wahrscheinlich auch Doppelzentnerweise, aber... Waren schon 64. So, noch eine Stufe. Ja. Ich will euch ja nicht dazu bringen, dass ihr abschaltet. So, dann brauche ich noch mehr Holz. So, und dafür muss ich hier nochmal einen höher. So, bei mir werden die Häuser in der Regel, ja, die müssen eigentlich 5 hoch werden. So. So. Zack. So. Man kann die Häuser zwar auch so ein bisschen minimalistischer machen, aber ich muss es leider ganz ehrlich sagen, ich bin einer von denen, ich stehe auf diese absolut voluminösen, übertriebenen, sehr, sehr detailreichen Riesendinger. Auch das klang jetzt irgendwie falsch, ne? Ja, also ich bin eigentlich, ich meine, ich baue auch gerne mal so eine kleine Hütte, so ein kleines Hütchen irgendwie. Aber eigentlich finde ich doch besser, wenn man so richtig voluminöse, richtig große, dicke Häuser dahin baut, Villen und Spezialdinge und... Oh, hier bin ich zu hoch. Okay. Das Einsammeln gleich nicht vergessen. Ich könnte dann schon mal anfangen. So, mit 1, 2, 3. Ja, eigentlich, nee, war doch richtig. So, dass hier dann noch die Dinger zwischenkommen. Klack, klack. Klack, klack, klack. Klack, klack. Ja, ich bin wahrscheinlich auch, ja, ich bin nicht der Erste, ne, der so ein Haus baut. So, und jetzt kommen die Dinger da dran. Kling, klang, klong. Kling und klang. Ja, und hätte ich das Ganze abgezählt, könnte ich wahrscheinlich nachher auch ein bisschen besser sagen, ob das mit dem Dach funktionieren wird. Oha, Dächer. Nicht, dass ich nicht kann. Dächer sind immer meine Kruxes. Ich eier da immer so dran rum. Ja, und zufrieden bin ich irgendwie nie so richtig. So. Hier muss ich auch mal einen Blick auf mein Holz werfen. Ich habe das Gefühl, ich gehe hier gerade sehr verschwenderisch mit unseren Ressourcen um. Was ist das denn? Schon kein Holz mehr? Ja. Dann setze ich nochmal eben ein paar Stufen und dann muss ich los. Und dann kann ich ja eigentlich, glaube ich, auch schon wieder das nächste Holz abhacken gehen. Zack. Zack. So, und das hier ist so eine Option. Man kann es auch einfach einen niedriger machen. Also, dass hier dann wirklich nur ein so ein Loch ist. Und das sollen ja die Fenster sein. Da kommt nachher auch Glas rein. Hans, guck in die Luft. So. Hier bin ich noch nicht so weit. 1, 2, 3, 4. Ja, man könnte sich jetzt allerdings auch fragen, ne? Warum genau baut man jetzt da so einen Shader, der einen so im Auge glüht, wenn man so etwas versucht zu bauen? Ja, ja, was soll ich sagen? Okay, so leichter Ausleger hier und da. Okay, wir brauchen mehr Holz. Holz. So, und da hoffe ich einfach mal... Oh, weh. Das habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt hier. Vor allem auch, dass da irgendwie irgendwo was wächst.
Hey, was machst du da in deinem Haus mit dem Schaf? Ja, kann euch sehen. Ja, ich bin gerade wirklich verwundert. Ich weiß nicht, diese Villager hier, die nicht mit uns traden wollen. Ne? Was sind das für welche? Ich kenne die gar nicht. Also ich wusste nicht, dass es auch so welche gibt. Ich dachte, die haben alle irgendwie einen Sinn und Zweck. Okay, jetzt wird es allerdings sowieso schon wieder dunkel. Hm. Hallo. Sei willkommen in meinem Haus, in meiner bescheidenen Hütte. So, da habe ich auf jeden Fall ein paar leckere Ofenkartoffeln. Ja, und jetzt sind wir auch schon ganz, ganz langsam eigentlich, mir fällt es nebenbei auf, an dem Punkt angelangt, wo man sagen kann, man könnte eigentlich auch jetzt langsam ja, die Monster wieder reaktivieren. Ne? Wir hatten eigentlich eine Schonfrist, die ging lange genug. Ja, ich glaube, fürs nächste Mal werde ich die Monster wieder einschalten. Ich denke, ich werde mich jetzt auch mal kurz erstmal wieder hinlegen. Ja, da kommen wir jetzt leider nicht irgendwie drum rum, oder? Es ist einfach zu dunkel. Ich muss hier mehr Fackeln anbringen. Ja, dann muss ich mich auch da hinten mal beim nächsten Mal nochmal um das Holz kümmern. Wahrscheinlich muss ich dann alles erstmal wieder wegmachen. Ja, führt leider nichts dran rum. Okay, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Dann in meinem Haus und in diesem Dorf geht es dann beim nächsten Mal wieder los. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid und wenn ihr mir hierfür schon einen Daumen nach oben da lasst. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Episode von was auch immer das hier dann irgendwann mal werden soll. Okay, Leute, Level 26 sehe ich gerade. Meine Fresse. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Ich bin der Korgen. Bis dann.